Wen wählst du denn jetzt? Das ist Mia Vote. Das ist gemeinsam Mia Vote. Chef, wen wählst du denn? Mia. Okay, dann los. Wo ja, dann denk doch mal daran, dann... Gleich wieder. Oh, einmal bitte eine Wette reinballern. VW Polo. Wir gewinnen als Imposter bitte mal. Okay. Ich hab jetzt auch aus dem Spiel rausgeflogen, Henke. Egal. Schade, dass du nicht mit uns spielen willst, Henke. Ja, weil viele dabei sind. So kann ich keine Lights machen. Lol, man kann keine Lights machen, wenn er da gekickt wird. Entdeckt. Wer ist denn der andere? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Wo waren die Kills? Sarah liegt direkt vor Electrical am Licht. Dann kann ich für diesen Kill Fina ausschließen, denn wir sind gerade bei Navigation gewesen. Das ist korrekt. Ich wusste, ich habe am Ende Fina auch noch was gesehen bei Navigation. Und Chef ist genau den Weg gelaufen, wo er vorhin meinte, dass ich deswegen Sass war. Weil er als der Imposter war, genau denselben Weg gelaufen ist. Welchen bin ich gelaufen? Zuerst rechts nach Navigation und dann wieder zurück Weapons nach Cafeteria. Mia? Ach, schön, bin ich echt gerade. Hast du recht, Lord. Ich war bei Nico. Ich bin Weapons runter. Wo? Hä? Warst du nicht bei Shields? Und doch. Communications? Aber das Licht war aus. Ich habe niemanden gesehen. Nee, wir sind aneinander vorbei. Wo liegt die Leiche jetzt? Die Leiche liegt wirklich direkt vor dem Licht. Aber können wir auch verguckt haben, muss ich sagen. Ich bin der Meinung, ich habe noch Blutspritzen sehen. Das war halt nicht, also war halt ganz kleiner. Warte, wenn Simon und ich zusammen. Uga, Chef ist Imposter. Alles klar. Boom. Ich, Chef und Julian waren zusammen. Maxi, wo warst du? Admin Table. Ich habe geguckt, wo alle sind. Wobei weißt du ja, wie viele Leute waren in Electrical gerade? Zwei. Und ich glaube, einer ist zu Camps gewendet dann. Ja. Aber Mia und Nico waren am Ende noch installed, beide zusammen. Ich war unten rechts am Müll. Und Mia, wo warst du gerade am Ende? Ich war auch gerade, sorry, ich wollte Richtung Elektro gelaufen. Ja, okay, dann kann er Mia und Nico auch für den Kill rausnehmen. Fina okay. Auch. Oh. Mia, so. Nico, Simon, ich. Julian war bei uns, sagt Julian. Ja, wieso kann man die rausnehmen? Ich hab Fina gesehen. Weil wenn du sagst, der Mord ist frisch, kann es ja nur sein, dass der Mörder nach oben in Electrical reingelaufen ist und ja, wenden wollte. Ja, aber die Leute, die in Storage sind, können ja... Also, das ist ja ein Katzensprung. Ah, das ist ganz klar, ein Self-Report. Aber dann werden wir doch hier in Chef gemacht. Wir werden da ein Self-Report machen. Ich bin auch Storage. Total dumm, nee. Sieht das auch noch aus. Chef ist die einzige Person, die da kein Alibi hat, wenn wir an ihn glauben. Nee, warte mal. Chef, was ist denn mit Maxi und Julian? Das war vor irgendwie 10 Sekunden. Ich bin Admin-Table, aber es kann keiner proben, also bin ich jetzt. Und Julian? Wo bist du? Julian war angeblich bei uns. Ich bin... Ja. Ich bin Chef. Würde ich ihm aber auch glauben. Also die Leute, die nicht glauben. Ich kann den Kick gar nicht gemacht haben, wenn er frisch ist. Also wenn er gerade ja, passiert ist. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass er ganz frisch war. Vielleicht liegt doch ein Kill in den Camps. Nee, Henke ist disconnected, es gibt keine zwei Kills. Ich denke, Chef ist ein bisschen sus, oder? Chef, was denkst du? Du bist Chef das vielleicht. Das wird schwer, Chat. Das wird schwer. Das wird richtig schwer. Das war ein dummer Kill. Das ist die Runde. Wir müssen Nico killen. Das ist es halt. Okay, Nico ist tot. Wo liegt Nico?
Soll ich sagen? Ich weiß, dass es super sus aussieht. Ich weiß, dass es super sus aussieht. Du bist rausgekommen, ja, hast nein, gesehen, nein, bist umgedreht und nein, hast nein, nein, nein. Ich hatte den Report-Button, also ich hatte den schon an. Ich weiß, es sieht jetzt super sus aus, ist auch voll okay, vollkommen okay, wenn du mich jetzt votest, beziehungsweise auch wenn du es den anderen erzählst. Ich bin Electrical reingelaufen, ich war bei Fine beim Tanken, bin hochgelaufen, da oben war der Report-Button. Ich hatte erst überlegt, kann ich noch irgendwo gucken, ob jemand reingelaufen ist oder rausgelaufen ist, hat keinen Sinn mehr gemacht. Und in dem Moment, als ich runtergelaufen bin, bist du gerade reingekommen. Ich weiß, es sieht super sus aus. Ja, das ist Bullshit. Also wirklich, ich bin gerade wirklich runtergelaufen. Erzähl nicht, dass du mich gevotet hast. Was? Also Mia ist an den Camps und bin auch gerade hingelaufen. Fine hat auch gesehen, dass ich gerade an den Dings war, am Ding auffüllen. Dann bin ich am Ende. Ja, auffüllen habe ich ihn gesehen. Und ich bin auch weggelaufen, wie gesagt, die Leiche lag da schon. Ich weiß nicht wer. Es sieht halt super sus aus, weil Andi da reingekommen ist. Ich bin an den Camps, ja. Aber wirklich an den Camps oder nur im Raum? Ja, ich bin an den Camps. Ich habe auch nur einmal kurz eine Person gesehen, aber ich kann noch nicht so schnell zuordnen, wo das ist. Ich habe links die Map auf und gucke mal. Jemand hat Admin gerade eben gecheckt. Wer war das? Ich war Admin vorher. Ja, da war jemand. Okay. Das könnte das sein. Das ist ja dieses umgedrehte T. Einmal kurz rausgelaufen und wieder rein in Admin, oder? Das Ding ist schon wieder so ein Chef- oder Andi-Ding. Aber warte ganz kurz. Warte kurz, Andi. Ich will noch kurz was sagen. Ich hätte auch einfach rauswenden können. Es wäre auch dumm, dass ich nach dem Kill nach unten laufe. Hast du dumm gemacht, Chef. Nein. Warte kurz. Warum soll ich oben in der Electrical jemanden töten? So blöd wie die Story ist, ich glaube ihm die. Ja, ich glaube ihm die nicht, aber ist ja auch egal. Ich glaube, Chef, das auch. Ja, ich glaube es ihm irgendwie nicht. Ich habe nämlich einen ganz krassen Schatz. Ich würde nicht voten. Wir sollten auf jeden Fall nicht voten, aber ich habe einen harten Sass auf Chef, weil seine Story hat ein paar Lücken und auch an Mia, muss ich sagen. Aber lass uns die einfach mal im Auge behalten. Ich will hier niemanden verurteilen. Ne? Also ja, es sah halt super dumm aus, weil Andi gerade reingekommen ist. Aber als Imposter wäre ich halt safe gewendet. Simon haut jetzt hier einfach raus, so ohne irgendwelche Anleitungen. Weiß ich nicht, oder du bist in die Leiche von deinem Imposter-Kollegen reingelaufen. Ja, das kann natürlich auch sein. Der ist weggewendet vor dir vorher. Aber müsst ihr doch auch reporten, weißt du, was ich meine? Mia, du hast Nico gesehen und er hat dich nicht gesehen. Jetzt ist Nico tot. Du hast ihn zum Schwein gebracht. Nico habe ich die Runde davor gesehen. Ja, das meine ich ja, die Runde davor. Du hast getötet, falsch gesagt. Das macht mich halt auch highly sus, wenn ich ungetötet. Und so weiß ich nicht. Andi ist mein Alibi. Wir könnten da. Ich weiß nicht. Es hat alles beschissen gerade. Pass jetzt ein bisschen auf dich auf. Kameras aus. Na, jetzt laufen die mir natürlich hinterher, die Wikes, ja? Könnt ihr mal ruhig ein Stückchen näher rangehen? So einen dicken Kill machen eigentlich. Wenn ich jetzt so einen sehe, Lights aus und dann killen. Ist der Kill immer nicht gut. Wir sind da zu dritt, das ist scheiße. Jetzt noch ein Download. Ich hab doch gesagt, bitte. Mann. Ich wollte da gerade killen, die laufen einfach zu dritt rum. Die laufen halt gestackt rum. Wie soll ich da jemand killen? Leute, wie soll ich da jemand killen? Erklärt's mir. Sehr gut. Okay.
Andi. Ist es nicht? Simon. Ist denn ich auch nicht. Bin Andi die ganze Zeit hergelaufen, weil Andi der Einzige ist, dem ich ja vertraue. Denn wenn Andi, Andi hat keine Ahnung, wer die Leiche getötet hat, weil wir sind gerade zusammen hingelaufen und die liegt in der Vacation. Aber wenn Andi Imposter wäre, dann würde er die Chance nicht sich entgehen lassen, Chef zu framen. Stattdessen hat er aber gesagt, ah, ich glaube Chef die Geschichte. Das wird er nicht machen und außerdem ist er so reingelaufen, dass er den eben hätte nicht begehen können. Deswegen Andi vertraue ich zu 100%ig. Wo liegt die Leiche überhaupt? Navigation, habe ich gerade gesagt. Ah, hab ich gerade, okay. Und dadurch, dass wir Shen Chef und Mia so ein bisschen im Auge hatten, ist es auch lange Zeit wieder kein Kill gefallen. Nur eine Person ist gestorben. Ich glaube, dass zumindest eine der beiden Personen richtig ist. Ich war aber die ganze Zeit auf der linken Seite und Mia ist ganz am Anfang auch mit mir nach Navigation hingelaufen. Wer? Und dann? Kann sein, Mia. Ja, aber dann, dann bin ich weitergelaufen. Und du aber hast ja alleine gelaufen. Nevermind. Wir sind doch zusammen weggelaufen. Ja, wir sind zurück nach unten. Und ich war fast die ganze Zeit bei Fine. Andi ist mir auch noch hintergelaufen. Aber nachher Electrical habe ich dich nicht mehr gesehen im Stack, weil wir waren im Stack von irgendwie 4 Leuten oder so. Ja, jetzt hör mir meine Story zu. Ich war links. Da ist mir auch Andi und Unge hinterhergelaufen. Da habe ich auch dann oben die Zahlen gemacht. Dann ist doch Lights ausgegangen. Dann beim zweiten Mal Lights aus. Da seid ihr nämlich im Stack nämlich gekommen, als ich gerade Lights gefixt habe. Und dann war ich da zwischen Storage und Ding die ganze Zeit. Da war auch. Du warst auch dann noch ein Admin. Den konntest du ja auch keinen umbringen. Achso, ja, wow, das ist ja eine gute Theorie. Ja, also wir haben jetzt keine hieb- und stichfesten Beweise. Es könnte. Also wobei ich kann jetzt nur. Gerade für den Kill können wir schon. Es, wir waren halt Leute schon ausschließen. Ziemlich lange. Nee, warum? Wir wissen nicht, wann der Kill passiert ist. Aber Julian und Fine waren auch mal eine Zeit lang alleine. Bevor ihr votet, ich werde jetzt einwerfen. Ja, aber ich habe die ganze Zeit versucht, dass Fine. Jemand mit mir läuft, aber niemand wollte mit mir nach Hause. Ja, doch, Julian, den schließe ich aus. Julian war lange bei uns, das stimmt. Es kann jetzt komplett der Int sein. Aber irgendwie habe ich ein Andi und Simon-Feeling. Ja, kann ich verstehen, Fine? Weil ihr verzeiht jetzt so krass gegeneinander. Es kann ich verstehen, Fine, und es ist auch ein guter Call. Das ist wichtig, dass du es berücksichtigst. Und es könnte sein, es gibt eine Welt, in der wären Andi und ich zusammen Imposter. Simon, aber in dieser Runde ist nicht. Nein, wirklich, es ist nicht so. Also, wir sollten jetzt gemeinsam Chef voten, sonst haben wir verloren. Das ist so random, ich war die ganze Zeit bei euch. Andi war für mich an Tatort. Okay. Arti, ich hab Andi. Okay, na, oh, shit, wir müssen warten machen. Oh shit. Ah, Simon freut sich. Es waren nicht mehr so viele Sekunden. Es war eine Imposter-Runde. Ja, es ist keine Imposter-Runde. Oh mein Gott, dass es Simon ist. Aber es hilft nicht, wenn ich das sage. Das Dumme ist, ich muss ganz schnell da ganz schnell hin. Ich muss da ganz schnell hin. Nein. Das war so klar. Ich hab's nicht so, Leute. Also. Dumm. Fien hat gerade dagegen gestimmt. Okay. Könnte natürlich auch sein, dass Fien da Ende der Impost. Ich weiß es nicht. Du müsst jetzt hier deinen Kill-Cooldown runtersetzen. Nein. Damit ihr gewinnt, Anni und du. Ja, es ist Quatsch, Mia. Guck mal, es war gerade Licht aus. Wenn das Licht nicht aufhört. Jetzt habe ich aber Mia richtig. Okay, jetzt habe ich Mia Chef gefressen, ich wurde Chef. Hä, ich bin gerade Lights fixen gegangen. Ey, was soll die Scheiße? Ich bin gerade Lights fixen gegangen mit Andi. Das macht doch keinen Sinn. Ey, nee, Fine. Hä? Okay, pass auf. Oder Mia Julian? Nee, pass auf. Was soll das? Ey, warte ganz kurz. Andi, wer war gerade mit dir Lights fixen? Okay, bleib dabei. Ich glaube, der erste Kill in Electrical war Mia, die nämlich im Storage angeblich war. Ich denke nämlich mittlerweile auch, dass Truppe getrennt hat. Ich denke mittlerweile, dass es Mia Fine sein könnten. Deswegen hat Fine jetzt versucht, auf Chef zu schießen. Lass uns bitte alle wie Mia voten. Nee, für mich könnte es jeder sein. Ja, votet Mia, bei mir wäre ich auch dabei. Ich glaube, Chef und Mia oder Mia und irgendjemand. Ey, Mia wir müssen uns nur jetzt auf einen. Wir haben es nicht mehr. Mia war jetzt zweimal als einzige nicht wirklich. Also war in der Gegend, ja? Oder gesichtet worden in der Aber stimmt überhaupt nicht. Andi war auch bei jedem Report in der Nähe und Chef war bis auf den letzten. Nein, als Navigation getötet wurde, war ich links bei Medbay. Nur hab ich mich nicht gefragt. Ja. Chef, willst du Mia voten oder nicht? Nein, ich weiß nicht, Fina hat gerade so krass gegen mich geschossen einfach. Ich habe aber mit Andi gerade Lights fixen direkt. Aber ich okay, jetzt habe ich schon wieder Chef Mia. Oh, meine Güte. Wir müssen uns das einigen. Julian und Andi, wenn wir zu dritt auf Mia voten, haben wir es durch. Ja. Außer wenn die jetzt auch noch zusammen arbeiten. Ja, außer ihr erwischt keinen Imposter. Das ist aber krass. Mia wohnt mich. Ist das so? Ja, komm. Das stimmt. Lass uns, wir haben keine andere Option mehr. Wir haben keine andere Option mehr. Ich glaube nicht, dass es Julian ist. Ich glaube nicht, dass es Unge ist. Dementsprechend bleiben da noch zwei da sind. Ja, ich denke aber auch nicht, dass es Julian sein könnte. Also, wer wählt wen? Er wird mehr auslassen. Lass uns gemeinsam Mia voten. Chef, wen wählst du denn? Mia. Okay, dann los. Ja, dann denk doch mal daran, Unge verrät mich jetzt hier, ne? Also, behalte das im Hinterkopf. Dein eigener Imposter-Kollege. Vielleicht hat Unge jetzt Mia gesellt, ja? Vielleicht habe ich sie gestellt. Oder Chef hat gerade Mia. Na, Mia wollte mich. Mia wartet noch.
Oh. Mia hätte nur gewinnen können, hätte sie Chef gewotet, wäre es unentschieden gewesen. Ich habe gehofft, dass es nicht passiert, aber zum Glück hat er mich gewotet. Oh mein Gott. Ich sag dir dreimal, sehr gut. Ist sie. Sehr gut. Ich kann es auch nächstes Mal einfach. Oh. Ach Mann, ey. Bro, was soll ich ihr noch für Hints geben? Soll ich reinbrüllen, dass sie mich voten soll? Wow. Also keine Ahnung, was hätte ich noch mehr machen sollen in dem Moment? Was hätte ich in dem Moment noch mehr machen sollen? Und warum macht sie jetzt hier die Doors zu? Hä? Bro! Ja, es. Hä? Yes, Task fertig. Ich mach mal die Task. Das war Chef und Dinges. Okay. Oh, Mia, ich hab mich so geärgert mit dem Vote. Mia, wie oft, wie oft soll ich noch reinhusten, dass du mich voten sollst? Ich hab mich extra selber gewotet. Ja. Die Sache ist, pass auf, ich sage euch eine ganz kurze Sache. Wir machen jetzt eine neue Lobby-Polis. Ich sage euch eine ganz kurze Sache. Als Fine gesagt hat, okay, jetzt wurde ich Chef, da war ich mir nicht sicher. Es hätte auch dann Fine und Mia sein können, aber hätten die Imposter komplett 100 IQ gemacht, dann hätten sie jetzt alle noch auf Chef gewotet, wäre es unentschieden gewesen. Ey, Unge, ja, ich hab die ganze Zeit... Ich kann doch nicht glauben, wie Andi nicht einfach Chef rausgewotet hat, nachdem er von der Leiche weggerannt ist. Aber ich hab ihn ja nicht gekillt. Aber das, es gibt ja so Leute, die spielen das, so, dass ich sie erst gucken. Ich mach das auch manchmal. Also, ja. Andi, du guckst doch nicht, wenn du in der Ecktücke bist, nachdem du reinrennst, guckst du doch nicht nach unten raus. Ja, aber ich hätte, aber als Imposter würdest du ja auch wegwenden, weißt du, wie ich meine, Nico? Ja, aber dann bist du ja nicht nach oben zum Wenden gerannt. Du bist ja nach unten gerannt. Ja, ich weiß, aber ich hab ja nicht mal gekillt. Das Ding ist, ich habe aber die ganze Zeit so gesagt, Mia, wo mich? Oh, Mia, wo mich? Ja, Mia, ich hab ja echt aber Quatsch, als Nico sagte, ich hab dich gar nicht gesehen. Und weil ich hab ja natürlich was gesehen. Ja, Imposter Vision. Wie habt ihr Chef geklaut? Ich muss kurz Pause machen und sagen, dass es einfach irgendwie ballert. Ich weiß nicht.